Hallo, liebe Ohren, bevor die Folge an sich gleich losgeht, eine Bemerkung. Viele, die uns schon länger hören, wissen das vielleicht. Ich schneide nicht so gerne und auch in diesem Fall habe ich lange überlegt, ob ich das tun sollte, denn ich, das werdet ihr gleich hören, habe mich beim Inhalt ganz schön verzettelt gehabt und nach langer Überlegung bin ich zum Schluss gekommen. Nein, ich schneide das nicht, sondern lasse das drin. Stellt euch also darauf ein, dass wir ein bisschen länger über den Inhalt sprechen, als es vielleicht nötig ist, bis ich dann feststelle, auf was für einem Irrweg ich mich befunden habe. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Folge Wiederaufführung. Hallo Christian. Hallo Max. Lang nicht gesprochen. Ja, zumindest nicht in diesem Format. Wir haben uns hier versammelt. Wir haben einen Film geguckt. Kennt man ja. Der heißt, und meine Aussprache ist, weiß ich nicht, Sobjonji. Sobjonji. Wie würdest du ihn aussprechen? Ich hätte das komplett eingedeutscht, ja. Also. Sobjonji? Also ich weiß es nicht. Okay. Ich auch nicht so 100%. Obwohl es, glaube ich, im Film ja gesagt wird, ne? Irgendwie. Dieser Stinks. Ja, das ist also irgendwie einer von zwei Stilen dieses Pansori-Sprechgesangs oder Gesangs. Ja. Ein Film von 93 von einem Herren namens Im Kwon-taek oder, wenn man es unbedingt umdrehen möchte, Kwon-taek Im, aber das finde ich immer ein bisschen tatsächlich doppelt gewöhnungsbedürftig, den, obwohl es ja der Nachname ist. Also Im ist der Nachname oder? Genau. Ah, ja. Kwon-taek. Ja. Also Rotmax und ja, sozusagen, ne, ja, dieses System. Ja, Christian, du hattest Interesse daran, diesen Film mal wiederzusehen. Ja, es ist wirklich richtig lange her. Also das letzte Mal habe ich ihn gesehen, da lief er auf Arte im Fernsehen. Dann habe ich ihn auf VHS aufgenommen. Das muss reichen als ungefähre Zeitbestimmung. War vielleicht noch nicht mal volljährig. Muss man, obwohl, ich weiß gar nicht, ich habe den, der Sticker ist schon gar nicht mehr drauf, aber wie viel der Film ist, ab 12. Naja. Es war also wahrscheinlich okay, dass du ihn geguckt hast. Also gehen wir mal davon aus, wenn man noch auf VHS aufgenommen hat, noch vor 2000, ja, würdest du schätzen? Ja, ich würde denken, es war Ende 90er, dass ich das gesehen habe, ja. Und seitdem, oder genau, geht deine Geschichte mit diesem Film noch weiter oder das ist die deine Historie mit dem Film? Oder? Na, es ist eine VHS-Kassette, also diese Aufnahme von damals, die habe ich immer noch und die hat so einige Umzüge überlebt. Also war gar keine Frage für mich, dass ich den Film behalten muss und das habe ich in den letzten Jahren nicht drauf geachtet, aber davor ist mir auch nicht bewusst gewesen, ob ich irgendwie eine Möglichkeit gehabt hätte, den irgendwie anders zu haben. Also ich war ganz froh über diese VHS-Aufnahme. Es war auch eine mit deutschen Untertiteln im Originalton. Das war ein bisschen Goldstaub für mich. Also ein Film, den ich also tatsächlich dann auch nicht nochmal in seiner Gänze nochmal geguckt habe. Mhm. Aber der war sehr einprägsam. Und hast du von dem Im Kwon-taek noch mehr gesehen, bewusst? Oder wüsstest du, dass du von ihm noch andere Filme gesehen hast? Mhm. Also auf jeden Fall das Tibet-Gebirge und Aha. Ich glaube auch, dass der Teemeister auch von ihm ist, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Und das sage ich jetzt so schnell, weil das war gab mal eine Dreisat Im Kwon-taek Filmabend. So. Mhm. Und dann, also die blinde Sängerin, so wie er im Deutschen heißt, ist schon der Auslöser gewesen, neugierig zu sein. Und ich überlege gerade, ob das mit dem Teemeister stimmt, weil wenn es mit dem Teemeister stimmt, den fand ich auch extrem eindrucksvoll. Das Tibet-Gebirge, das hat mich damals überfordert. Also ich kann auch heute kaum was erinnern, aber das fühlte sich so an wie so ganz ohne ein bisschen Ahnung von koreanischer Historie könnte man etwas aufgeschmissen sein. Das finde ich jetzt zum Beispiel die blinde Sängerin sehr hilfreich. Also wird einem ja wirklich geholfen, ein bisschen den Zeitzusammenhang auch ein bisschen zu verstehen. Also es gibt einfach so ein paar Einsprengsel, so sich auch was einordnen kann. Also diese Tibet Mountains oder Tibet Gebirge, der ist zumindest mir jetzt so beim Online-Luschern schon mal so ein bisschen vor die Linse gekommen. Den überlege ich auch, ob ich mir den mal zulege. Aber
gesehen. Also genau, den Sopjonji habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen und hatte vor verhältnismäßig kurzem, vor einigen Monaten, Chaco gesehen von dem Imquantec. Aber sonst habe ich eigentlich auch keinerlei Berührungspunkte dahingehend. Und diese Berührungspunkte kommen vor allem durch die kuratierte Reihe des koreanischen Filmarchivs, die, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, die haben irgendwie so mal eine Liste gemacht, die 100 in Anführungszeichen wichtigsten koreanischen Filme. Und aus diesen 100 Filmen, oder diese 100 Filme, die werden wohl oder sind vielleicht schon alle digital restauriert, oder man ist dabei, und in einigermaßen unregelmäßigen Abständen werden die auch vom koreanischen Filmarchiv auf Blu-rays veröffentlicht. Und da die alle codefrei sind und ich da irgendwie mal drüber gestolpert bin, habe ich angefangen jetzt so, mittlerweile stehen 5 oder 6 Ausgaben im Regal. Ich glaube, es gibt insgesamt knapp 20. Ein paar sind wohl auch schon vergriffen. Ja, aber sind eben so ein, wie immer, diese Entdeckungsreise in die Welt des Films. In dem Fall eben des koreanischen Films für mich. Ja, also nichts mit VHS oder sonstigen Erfahrung. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der auch, also kann sein, dass der auch beim YouTube-Kanal vom koreanischen Filmarchiv hier, Korean Classic Movies, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt jetzt gerade aus dem Stand. Ja, ist da. Aber da habe ich ihn auch schon noch, also da habe ich tatsächlich einmal für einen Moment, wollte ich nur kurz reinschauen und blieb dann auch schon ein bisschen länger hängen und wusste, wir haben ja nochmal eine Gelegenheit, das zu machen. Ja, in dem, möchtest du beschreiben, worum es in dem Film geht? Oder? Also, wir machen das so wie immer, ja? Ich kann es auch, also ich überlege, wie frei oder wie nahe tatsächlich an der Handlung man da bleiben kann, soll, muss, darf. Also du kannst auch sagen, ich soll es machen, mir ist es gleich. Ja, vielleicht machen wir es nacheinander, mal gucken, was einem unterschiedlicherweise wichtig war. Es ist die Geschichte von einem, also man könnte ja auch sagen, von einem Mädchen und einem Jungen, die auf unterschiedliche Weisen mit einem Sänger durch das Land ziehen. Also zuerst das Mädchen, nachdem es seine Eltern verloren hat, von dem Sänger, ich weiß gar nicht, ob das so richtig eine Adoption war. Wenig später kommt dann noch der Junge dazu. Eigentlich hat sich der Sänger für die Mutter des Jungen interessiert. Und mir scheint so, dass die dass sie dadurch auch schwanger geworden ist, dass sie mit dem zusammen ist und diese Geburt nicht überlebt hat und auch das Kind nicht geboren worden ist. Das ist meine Interpretation davon. Ich sehe schon an deinem Blick, dass du dir doch ein anderes Bild zu hättest. Ich überlege gerade, also das Mädchen ist... Ganz kurz, wir machen das jetzt so. Ich erzähle das mal so zu Ende und du machst jetzt danach dann deine Variante. Also mir fällt das übrigens, also ich habe noch nicht ganz verstanden, ich habe schon, also auch seit Folge 1 diesen Teil auch immer gerne umgangen. weil das ja wirklich interessant ist, weil ich glaube, man guckt immer es gibt immer den Film, man könnte jetzt das Drehbuch nacherzählen den Film, den man dann selber sieht, ist dann schon nochmal ein sehr individueller, wo das dann für mich jetzt gar nicht, also bestimmte Details gar nicht so wichtig sind, aber ich merke, statt dem zu erzählen, was mir wichtig war, erzähle ich dann doch die ganzen Details. Ja, der Mann zieht mit diesen beiden Kindern durch die Lande, er selber ist ein Sänger einer alten Gesangskunst Pansori, das bringt er den beiden auch auf eine sehr autoritäre Art und Weise bei. Er scheint selber, im Grunde genommen, der Kern, glaube ich, für mich in der Geschichte ist, dass zwei Kinder, die ihre Eltern auf die eine oder andere Weise verloren haben oder keinen Kontakt zu denen haben können, mit einem Ziehvater unterwegs sind und eigentlich seinen Ansprüchen versuchen, gerecht zu werden, seinen Ansprüchen an diese Form des Gesangs. Wie nebenbei erzählt der Film auch, dass es auch einen großen Umbruch in der koreanischen Gesellschaft gibt, bei der traditioneller Gesang, also
gar nicht mehr so relevant ist und vielleicht auch schon immer, ja, naja, also es gibt, man kann darüber, gibt eine Menge Aspekte, die dabei auftauchen. Jedenfalls die beiden, die auch durchaus, es ist auch wirklich komisch, darüber einfach nur so zu reden. Also die beiden Kinder leiden sehr und als beide ja in ihrer also jugendlich oder vielleicht schon frühes Erwachsensein erreicht haben, entscheidet sich der Junge diese komische Familiensituation zu verlassen und genau, dadurch, dass der Film die ganze Zeit in Rückblenden erzählt ist, sehen wir schon den sehr viel älteren Jungen, der jetzt ein Mann ist, der nach seiner Schwester sucht, sozusagen nach seiner Schwester im Geiste. Und ja, es entspinnt sich eigentlich diese Geschichte und warum die deutsche Übersetzung des Titels Die blinde Sängerin ist, das hat auch viel damit zu tun, wie es für das Mädchen weitergegangen ist. Und für mich ist das also dann auch ein Film über diese Idee, braucht eigentlich besonders intensive Ausdruckskunst des Menschen, besonders intensives menschliches Leid. Man könnte sagen, der Ziehvater, der würde das so unterschreiben, der hat immer so gehandelt und hat gleichzeitig die wirre Idee, dass das erst so richtig gut ist, wenn man das Leid sozusagen im Gesang sogar wieder hinter sich lässt. Also es ist wirklich eine spannende Abhandlung dazu. Also was lässt in uns Menschen Energie entstehen? Und sehr bewegend, weil weil der Film nicht spart an den seelischen Wunden, die das reißt. Ja, ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich näher an den tatsächlichen Ablauf des Films halten. Also ein Mann ist unterwegs, um vermutlich seine Schwester zu finden. Und dann erzählt der Film eben in den Rückblenden, was das denn für eine Art Familie ist. Also ich habe das so verstanden, er ist schon der leibliche Sohn des Vaters, aber dessen erste Frau ist tot. Also er sagt ja hier, also der Vater sagt einmal zu ihr, zu der Frau, mit der er dann kurz eine Liebelei hat, dass sie ja beide verwitwet sind. Er ist Witwe, sie ist Witwe. Und die Tochter ist ihre leibliche. Deswegen ist das sozusagen von ihm die Adoption. Aber ich habe verstanden, der Junge ist schon sein Leiblicher. Aber das Mädchen ist doch von dem Mann adoptiert. Genau, das Mädchen ist von ihr. Das ist ihre... Nee, sie ist jemand anders. Das Mädchen ist von ihr? Also die Sängerin, die blinde Sängerin ist von ihm adoptiert. So ja. Habe ich das verstanden. Weil das, also genau, er hat ja kurz diese relativ kurze Liebesbeziehung, weil die Mutter dann stirbt. Also die Mutter, ja, wer also ist, die sind der Junge und der Mann sind leiblich Blutsfamilie, sage ich jetzt mal, und sie ist dazu gekommen. Und bei der Geburt, bei der die Mutter stirbt, habe ich das auch so verstanden. Da ist für beide sowohl das Baby als auch die Mutter sterben dabei. Aber diese Frau, die da stirbt, ist nicht die Mutter von dem Jungen. Das glaubst du ja? Genau, nee, von ihm, von dem Mann, der Sohn. Die Mutter lernen wir gar nicht erst kennen. Also die Mutter des Jungen lernen wir nicht kennen. So, die ist schon verstorben zu dem Zeitpunkt, als der Film einsetzt. Der Film setzt ja ein mit dieser Liebesgeschichte zwischen dem Sängervater und der Sängermutter. Und da sagt er einmal, wir sind doch beide, wenn sie dann einmal diese Sexszene haben und das kleine Kind, was zuguckt, das ist also dieses kahlköpfig in dem Moment noch, das habe ich gedacht, ist eher der Trommler. Ist der Junge, genau. Genau. So, und wozu gehört, also und das Mädchen ist aber auch schon da, das Mädchen taucht schon in der... Genau. Und das Mädchen ist Junge die Tochter dieser... Junge zu Mann, Mädel zu Frau. So rum. Und die Mann und Frau finden zusammen und dadurch auch die beiden Kinder. So rum. Müssen wir kurz aufmalen? Habe ich einen Stift hier? Ja, aber also wenn in dieser Sexszene, ne? Der Junge da ist so, genau. Dann ist der da, weil der zu seiner Mutter gehört. Nee, ich habe das so verstanden, gehört zu seinem Vater. Aber der Vater sagt ja, dass er eine Tochter adoptiert hat.
Naja, ich glaube, ich komme eh später dazu, dass ja. ich, glaube ich, auch nicht alles hundertprozentig erfasst habe, Ich kann das ja später rausschneiden. Ich wollte nur mal kurz sicher gehen. Es gibt doch wirklich die Stelle, dass also der Sänger, dass der davon erzählt, wie er das Mädchen adoptiert hat. Oder, also weißt du, wie ich meine? Dass er sagt... Auch noch bei der Sexszene angefangen ist, ne? Ich hatte das so verstanden, dass er sagt, er würde eben die Tochter adoptieren, dann jetzt, dass sie sozusagen dazukommt. So habe ich das verstanden. Aber wo ist dann die Tochter auch in dem Moment? Ich fand das so authentisch, dass der Sänger quasi zu Besuch bei der Frau ist und bei der Frau bleibt dann eben auch noch der Junge. Ich habe das so verstanden, sie ist schon zu ihm gekommen, oder? Sie hatte sich doch angeschlichen. Mhm. Ah ja, okay. Das ist ja interessant, ja. Also dann ist das mindestens, also da schon, ab da haben wir schon zwei unterschiedliche Filme geguckt. Sehr gut. Also genau, wir schließen jetzt mal kurz ab. Ja. Du sagst, sie ist seine Tochter, seine leibliche? Nee, er hat sie adoptiert, aber von einer anderen Frau noch. Mhm. Er hat das Mädchen einfach also er hat bewusst er sagt das ja so, die Geschichte ist, ich habe dieses Waisenkind aufgenommen, weil ich sie zur Sängerin machen möchte. Das ist die Geschichte, die er erzählt. Daher nehme ich, dass diese junge Frau, die... Okay. Also ich habe es in der bildlichen Erzählung, war das doch so, uns wird erst der kleine Junge einmal gezeigt, ne? Und der guckt dann das Mädchen an, was in Anführungszeichen in der Menge steht, während er singt. Ja. Und dann habe ich das eben so verstanden, okay, der Junge gehört zu dem Typen und das Mädel, weil es eben in der Menge steht, gehört zu der Frau, die auch in der Nähe war. Mir ist nochmal eine Hilfestellung, warum der Junge zu dieser jungen Frau gehören könnte, dass diese junge Frau ist doch am Anfang da zu sehen und da taucht auch der Junge auch auf. Also es gibt sozusagen Mutter und Sohn, auch gibt auch so einen Moment zu sehen, also noch bevor... Ja, den habe ich dann. Ja, ja. Der ist dann nicht. Nicht in meinem Film. Ja. Okay, also so oder so sind wir uns auf jeden Fall einig, dass die Sängerin nicht die leibliche Tochter des Sängers ist. Richtig. Da zumindest haben wir die gleiche. Ich würde noch die Spezialität hinzufügen, dass also auch der Junge nicht der leibliche Sohn von diesem Mann ist. Das, okay. Was ich nicht ganz unwichtig finde. Aber er sagt ja, er ist Witwer, deswegen hätte ich schon gedacht, okay. Weißt also das wird natürlich in der Folge zu interessanten Punkten führen, genau, weil dann eben die Aussage ja ist, der hat keine leiblichen Kinder und das leibliche Kind, was er quasi vielleicht hätte kriegen können, das ist ja sozusagen mit dem Tod der Frau bei der Geburt ja dann auch. Ja, ja. Wir müssen ihn nochmal kurz gucken, den Film. Kleinen Moment bitte. Das ist ja krass. Wahrscheinlich könnte man, im Booklet ist ja auch noch eine Inhaltsbeschreibung. Da können wir wahrscheinlich auch nochmal nachgucken, aber... Ja, aber wenn wir das jetzt machen, dann musst du wirklich was schneiden. Das machst du doch bis heute nicht, oder? Ich schneide nicht. So weit kommt es noch. Ja. Naja, genau. Auf jeden Fall sucht der Trommlerjunge seine nicht leibliche Schwester, die Sängerin. Und in den Rückblenden wird uns dann erzählt, wie die eigentlich groß geworden sind und was die so mit ihrem nicht leiblichen oder vielleicht auch teils leiblichen Vater verbracht haben. Und der Vater ist eben mindestens von sich selbst überzeugt, dass er ein sehr guter Sänger ist in eben dieser Pansori-Tradition. Und ich glaube, der Film sagt auch, dass der eigentlich ein ziemlich guter Sänger ist, entscheidet sich allerdings im Gegensatz zu manch anderem und weil er anscheinend so ein temperamentvoller Typ ist, dafür Seoul zu verlassen und eben als Wandersänger zu leben und hält das eigentlich, also mindestens er selbst sieht sich als ehrenwert und als, das ist doch was Tolles. Viele sehen ihn aber eher so als in Anführungszeichen Rumtreiber und ich glaube Lowlife ist der Untertitel oder so eben als, ja, Rumtreiber, jemand, der sich eher durchschlägt, als dass er eben ruhmreich wäre oder sonst wie. Ja. Ich glaube, deine Beschreibung fasst vielleicht eher, zielt noch besser auf den Kern ab und so, wenn meins dann vielleicht ein bisschen analytisch trockener ist. Ja, was wahrscheinlich für eine Inhaltsangabe, bevor wir über das sprechen, was uns das, also was wie sich für uns angefühlt hat, ist das ja, glaube ich, total okay. Ich bringe jetzt mal gerade noch dazu, dass ich ausgerechnet bei der IMDb dachte, ich guck mal, was da die Inhaltsangabe ist. Ich sehe schon. Die haben's, das ist doch das Schöne, dass sich diese Hollywood-Idee durchgesetzt hat, immer in einem Satz die Handlung sagen zu können. Und
dann ist es halt einfach ein bisschen knapper. Trotz seiner sinkenden Popularität bringt ein Vater seinen Kindern die koreanische traditionelle Pansori-Musik bei. Und ja, so kann man das ja auch sagen. Ne? Also es ist... Und die Zeit, die du jetzt gerade dafür genutzt hast, habe ich genutzt, um das Booklet aufzuschlagen. Und da steht tatsächlich Dong Ho, bla bla bla, arrives in a small tavern in a mountain village. In his memory, he is young and Yu Bong, a vagabond Pansori-Singer, falls in love with his mother. Ja. Also war meine Beobachtung falsch. Also ist das ihr Sohn. They leave the village with Song Wa, Yu Bongs adopted daughter. Ja, das habe ich anders aufgefasst. Das hat der Film nicht sehr deutlich geschrieben. Nee, haben wir das also auch geklärt. Ja. Er hat keine leiblichen Kinder. Stimmt, und das ist übrigens die Bildreihenfolge. Das ist ja wirklich auch eine. Also das Schöne ist ja, dass der Film mit sehr wenig Aufwand so durch die Zeiten schreitet. Und der Moment, wo es von dem älteren Erwachsenen. Ja, wie heißt der? Dong Bo? Oder, Also der Vater heißt Yu Bong. So ja, nee, genau. Ich meine jetzt Dong Ro oder Dong Wo. Wir schlagen das nochmal schnell nach. Das können wir. Dong Ho. Genau. Dong Ho, also die Hauptfigur von diesem Film, wenn der, also den sehen wir in der Gegenwart und dann blendet es über in das blinzelnde Gesicht von einem kleinen Jungen, der er selber ist, der gerade so Richtung Sonne guckt. Und danach sehen wir am gleichen Ort seine Mutter gerade im Feld. Stimmt, ja, das ist. Also, das ist das, wo ich meinte. Hätte man ja aber das auf du die Idee kommen können, ja. Das ist im Nachhinein total offensichtlich und klar. Und am Anfang ist das ja wirklich neu. Und das ist ja auch das Schöne, dass der Film das wirklich sehr langsam entblättert. Also, so wie sich eigentlich Dong Ho Stück für Stück auch vielleicht ranwagt an seine eigene Vergangenheit. Und umso mehr er der begegnet und erinnert, umso mehr kommen wir sozusagen auf die Geschichte. Und dann ist es ja irgendwann auch so, dass Dong Ho eben nicht alles weiß, wie alles weitergegangen ist, seitdem er gegangen ist. Und dann kommt ja immer mehr dazu in Rückblenden. Ja, das ist schon... Also das ist das, was für mich ganz bewegend ist. Dass dieser also ganz, ganz unaufgeregter Film von sozusagen von Figur zu Figur, die Dong Ho wieder trifft, sich sozusagen ein neuere Erinnerungsstücken dazukommen. Und das ist, also das sind so Erinnerungen, da kann man auch verstehen, dass man das lieber nicht wissen wollte oder dass man sich da lieber nicht dran erinnert hat. Und es ist dann immer nur ein Schnitt entfernt, dann ist man wieder in der Gegenwart und es gibt so Momente, in denen ich mir auch hätte vorstellen können, Dong Ho hat so die Möglichkeit, ja auch einfach nur seiner beruflichen Aufgabe weiter nachzugehen und dann nicht weiter hinterher zu schauen. So, ne? Also man merkt so, das ist auch eine Aufgabe. Also das ist was für mich, was sehr bewegend ist. Also wenn jemand quasi sich entscheidet, einer schmerzhaften Vergangenheit nachzugehen und zu gucken, ob es nochmal eine Wiederbegegnung geben kann in der Gegenwart. Ja, das haben wir beide, glaube ich, nicht erwähnt. Ne? Er ist offiziell ist er im Auftrag seines Berufs unterwegs. Er soll irgendwie Waren besorgen. Ja. Und das ging damals eben noch nicht im zentralen Verteilerlager, sondern man ist noch vor Ort unterwegs gewesen. Mhm. Wie ist denn da für dich der Eindruck, das habe ich jetzt gerade so kurz überlegt, ist er schon länger auf der Suche nach seiner Schwester und hat das immer mal wieder in Angriff genommen oder hat er das jetzt in Angriff genommen mit diesem Auftrag, mit diesem Arbeitsauftrag, weil der in diese bestimmte Region führte? Ja, so ein bisschen so wie von alleine hätte er den Schritt nicht gemacht und dann hat ihn das in die Nähe gebracht und dann Stück für Stück. Also für mich passt das so, ne? Also was in einem Telefonat blättert sich ja auch auf, dass er Frau und Kinder hat. Also, also im Rückblick können wir uns zusammensetzen, wie viel Zeit vergangen ist, seit er dort, also das fühlt sich so an für mich, wie der ist mit 16 ist er da abgehauen. Und mit 38 taucht er da jetzt wieder auf. So. Also ich denke auch, ne, dass er schon immer mal wieder darüber nachgedacht hat und jetzt eben diese konkreten Schritte nochmal oder eben vielleicht auch einen gewissen Hinweis nochmal gekriegt hat, weil da und dort. Es wird ja auch mal gesagt, sie scheint ja immer alle paar Jahre weiterzuziehen, sich an einem Ort zu befinden. Und das ist ja auch sowas, ne? Dieses
so wie er sozusagen seine Erinnerungen zurückkehren, so spürt er ja auch quasi ihrem Schatten nach. Ne? Er ist ja Anführungszeichen zunächst immer zu spät. Ne? Es ist nichts mehr da oder fast nichts mehr. Ein kleiner Fetzen, irgendjemand weiß doch noch irgendwas. Und dann trifft er ja sogar noch ein Familienmitglied später wieder. Ist das so die Station der Reise ausmachen? Wie ist das? Ist wahrscheinlich auch eher so ein bisschen nebensächlich, jetzt nicht so super wichtig, aber wie ist so deine Vorstellung, wenn umgeblendet wird von einer Dialogsituation oder ähnlichem in die Erinnerung und dann wieder in die Jetztzeit, wo die Situation mittlerweile verändert ist, also nämlich diese Ausgangssituation, er trifft diese Frau in dieser Taverne, er sagt, sie soll was singen, er macht die Trommel und dann kommt diese Erinnerung und wenn die Erinnerung vorbei ist, dann sitzen sie da halt mit Tee und Essen oder haben gegessen. Ja. Wie ist das so, glaubst du, er erzählt ihr in dieser Zeit sozusagen das, woran er sich erinnert oder die reden halt einfach über Sachen? Ja, also ja, ja und ja, gleichzeitig, also soll ich sagen, also ich glaube, das, was wir im Film, wo wir, also wir sind schon sozusagen auf seiner Reise in sein Innenleben mitgenommen, ne? Also wir sehen schon, glaube ich, die Geschichten so, wie er sie erlebt hat oder wie er sie sich vorstellt, wenn er sie erzählt bekommt. Aber das ist jetzt nicht besonders, also das wird nicht vordergründig aufgelöst, wie das jetzt sei, ne? Sondern es ist einfach, für mich ist das immer so ein bisschen so, die Gegenwart hält kurz inne und es öffnet sich quasi das, die Zeittür in die Vergangenheit so. Und ob das was, also der Film macht ja auch einen Punkt zu, auf was für Arten wir miteinander verbunden sind und wir miteinander kommunizieren, neben dem wir reden miteinander oder wir reden miteinander. Es gibt noch ganz andere Formen, ne? Also und es gibt mehrere Szenen, wo Sänger aufeinandertreffen, also das kann man vielleicht noch dazu sagen, wer das jetzt nicht gesehen hat, dieser Gesang erzählt jedes Mal eine Geschichte. Also ich würde sagen, so 3-4 Geschichten erleben wir, also auch fast, also Kurzgeschichten in ihrer Gänze bekommen wir dadurch auch zu Gehör. Und in denen sich ja immer wieder die eigentliche Handlung auch spiegelt. Oder es sind eigentlich immer jedes Mal sozusagen lebenskluge Geschichten, ne? Oder also in denen sozusagen auch was drinne steckt, was, also ich das Gefühl habe, es erzählt auch immer was, was für die Figuren auch eine Bedeutung hat, also für die Menschen. Genau, und deswegen ist das. Also auf jeden Fall sind die sozusagen, wenn es wieder zurückschneidet zu der Anfangssituation mit der anderen Sängerin, gibt's, also dann haben die das miteinander geteilt, ja. Ja, aber ich dann auch über, also denke ich mir auch so, ja, wird wahrscheinlich wieder irgendwie was erwähnt haben. Und der nächste Schritt ist dann, okay, dann zieht er weiter und hat ihr gar nicht den weiteren Verlauf der Geschichte erzählt, sondern nur diesen kleinen Ausschnitt von quasi, also jetzt bei der ersten eben von Kleinkind bis sie irgendwie weitergezogen sind oder so, aber der nächste Teil, den kennt sie dann gar nicht unbedingt. Nee. Oder er vielleicht auch. Und ich finde das, also ich finde das wirklich, es ist ein ganzer Film darüber, wie also die Reise in schmerzhafte Erinnerung ist immer eine, also es ist auch immer eine Frage, in was für Häppchen, in was für einer Dosierung man das nehmen kann. Also ich würde mich auch nicht, also ist ja auch, das reicht doch auch schon. Also ich glaube, es reicht auch für ihn. Also das geht wirklich nur in diesen Etappen. Also ja, könnte man jetzt natürlich, wenn man böse ist, kann man natürlich auch sagen, naja, so funktioniert eben der Film. Ne? Anders würde es nicht gehen, wenn er gleich eintritt. Ja, und ja, nee, ich glaube, der Film funktioniert, weil er, glaube ich, darüber erzählt, wie Erinnerung und Trauma und menschliches Erleben, wie das, also was für einen Rhythmus das auch hat. Also das heißt, also ich, für mich ist das zum Beispiel was ganz Natürliches, dass wir Menschen uns sozusagen drauf zu und wieder ein bisschen weg und wieder drauf zu bewegen. Und manchmal bewegen wir uns sozusagen beim Zurück einen Schritt weiter zurück, als wir uns drauf zu bewegt haben. Oder manchmal bewegen wir uns einen Schritt mehr drauf zu und nur einen halben Schritt wieder zurück. Also, aber das ist, glaube ich, eine ganz normale menschliche Bewegung. Und die sozusagen auch immer ein bisschen davon auch abhängt, also das ist eine Wechselwirkung im, auf was für Menschen und was für eine Umgebung man trifft. Also Orte und Menschen lösen ja auch unterschiedlich was aus bei ihm. Und
Ja. Also ist natürlich so, ne, wenn ich jetzt ein bisschen böse bin, in der Dramaturgie ist natürlich so, erst wenn er sozusagen diese ganze Geschichte sich daran erinnert hat, dann trifft er sie wieder, damit das eben in der Abfolge des Films eben auch gut ist, dass wir bis dahin wissen, okay, das hat alles durchgemacht und jetzt trifft er sie wieder. Aber es ist natürlich auch in gewisser Weise ja irgendwie dieses, erst nachdem er sich eben an alles erinnert hat oder sich das nochmal ins Gedächtnis gerufen hat, wieder hervorgerufen hat, sozusagen, wenn er das alles im Kopf hat, dann trifft er sie auch in echt sozusagen wieder. Dann kann diese Begegnung stattfinden. Und das ja auch, also das finde ich ja wirklich sehr markant, was der Lebenspartner der blinden Sängerin, was der noch so fragt und was der noch so zur Verfügung stellt, was er bemerkt hat, wie die miteinander waren. Das zeigt ja auch auf, also es gibt eine ganz bestimmte Art und Weise, wie dort sozusagen Bruder und Schwester im Geiste miteinander in Kontakt treten können. Also Max, ich weiß nicht, ob du das so gespürt hast, so in dem Moment, wo der junge Ziehvater und Schwester im Geiste verlässt, ne? Also damit ist ein irrsinniges Schuldgefühl verbunden. Und das ist eine Riesenleistung. Beziehungsweise bei wem? Der bei dem Jungen gegenüber seiner Schwester im Geiste. Also er macht aus seiner Sicht das einzig Richtige und hätte sich bestimmt auch sehnlichst gewünscht, dass sie mitkommt, aber das ging halt nicht. Und trotzdem ist er gegangen und hat ein halbes Leben gelebt und das dabei im Hinterkopf. Also es gibt sehr gute Gründe, dieser Vergangenheit nie wieder nachzugehen. Es, ja. Nicht umsonst wird ihm das von seinem Arbeitskollegen auch nahegelegt. Lass das mal. Also und übrigens, wie der das sagt, ne, da kann man auch raushören, wie oft das für den ein Thema ist. Also ich würde mich wundern, wenn Bong Ho nicht einfach auch jeden Tag und manchmal jede Stunde daran denkt. Und aber weil das so schmerzhaft ist, also schmerzhaft im Sinne von, wenn du selber ein Schuldgefühl hast, ist das einer der besten Gründe, gar nichts mit deiner Vergangenheit zu machen. Also, dass das auf Dauer vielleicht sich nicht so gut anfühlt, das ist nochmal ein anderes Thema, ne? Davon erzählt der Film ja auch. Also, ich glaube, Bong Ho hatte keine Idee, wie er jemals wieder mit seiner Ziehschwester, mit seiner Schwester im Geiste, wie er mit ihr, wie soll er denn mit ihr in Kontakt treten? Also wie soll er ihr jemals unter die Augen treten, ne? So. Es ist ja so, dass er nicht nur sich erinnert an die Dinge, an die er sich vielleicht auch schon lange nicht mehr erinnert hat oder lieber nicht erinnern wollte, sondern es kommt ja noch ein Riesenteil auch dazu, den er nicht wissen kann. Also es ist ja, also ich weiß nicht, also da habe ich zum Beispiel eine sehr starke Vorstellung von, ab dem Moment, wo ich etwas verdränge, indem ich es, also dem aus dem Weg gehe, also Menschen oder Geschichten aus dem Weg gehe, geht ja das die Lebenszeit weiter und du in dein Unterbewusstsein denkt sich natürlich so einiges, was jetzt noch alles passiert ist. Aber du weißt es nicht. Und solange du das nicht weißt, ist das, hat das eine riesen, das ist wie so schwarze Materie, weißt du? Das ist, ja. Man kann es nicht sehen, man kann es nicht greifen, aber es ist ein Energiequell für deine Gedanken ohne Ende. Und das ist ein riesen Wagnis für ihn, also quasi den Onkel da nicht nur wieder zu treffen, sondern den auch wirklich anzusprechen, ne, und sich das erzählen zu lassen. Und, und was dann alles Grausiges noch dazukommt, also ich weiß gar nicht, ob es nochmal einen Moment gibt, irgendwie wirkt er ja an der Stelle schon, irgendwie ist es keine Frage mehr, ne? Also Bong Ho will, also ist da ja schon, also ich glaube, ab dem Moment, wo er den Onkel trifft, ist er ja schon mittendrin, das sehr konkret zu verfolgen. Also, ne? Ja. Ich glaube, er hat dann schon einmal auch einen Ort gefunden, wo sie vor 3 Jahren war und dann trifft er auf diesen Onkel. Ja, auf jeden Fall, ja. Also genau, also ja, der Film ist ganz klar strukturiert. Also erst nachdem die eigene Erinnerung und das Verdrängte und noch Geschehene wieder also zusammengeführt ist in ihm, kann er den nächsten Schritt gehen. Und man kann ja sagen, die ist auch quasi nur zu finden, wenn man es unbedingt und wirklich will. Also wenn man da nur den geringsten Zweifel hat, dann schafft man es nicht und dann fährt man lieber nach Hause. Ne? Und ich glaube, dass das ein Film darüber ist, also über diese, das hat ja, ich glaube, dass das eine total harmonische Logik hat, dass also bestimmte Dinge erst wieder zusammengeführt werden müssen, bevor man den nächsten Schritt gehen kann. Und was ja richtig brillant, finde ich, ist ja die,
die Vorstellung, dass das dann auch nicht so passiert, wie jetzt vielleicht manch einer in seiner Fantasie denkt, also nach dem Motto, das Trauma erlebt man dann einfach nochmal ganz direkt und dann ist man davon befreit oder so. Die sind volle Kanne drin in ihrem Kindheitstrauma und die einzige Form, wie Bruder und Schwester miteinander kommunizieren können, ist über das, was ihnen dieses Trauma beschert hat, nämlich diese Musik, wie sie sie sozusagen aufgezwungen haben, ist auch gleichzeitig ihre größte, was soll ich sagen, also Verbindung. Ja. Mhm. Stimmt, sie sind ja auch nur dadurch, sie sind durch diesen Sänger, durch diesen Ziehvater, sind die miteinander verbunden. Das ist ja durch ihn entstanden, diese Beziehung, und dass die, also die wären jetzt alleine nicht auf die Idee gekommen, Musik zu machen. Das ist schon ein Ding. Es ist schon, also für mich, es ist auf jeden Fall auch sehr allegorisch. Also das hat für mich sehr, also ich gucke das viel auch jetzt gar nicht als eine Charakterstudie, die es auch ist, sondern auch wirklich als Allegorie darauf, wenn man sozusagen sehr eng in einem traditionellen Bild etwas sozusagen über ganz viele menschliche Feinheiten hinweg durchdrücken möchte. Und ja. Ich komme noch mal ganz kurz zurück auf den, ja, weiß nicht, den Ladenbesitzer oder diesen also jetzt beim Ende, wenn sie sich wieder treffen, da ist ja dieser eine Mann da, dem, oder die diese Wirtschaft gehört. Ich muss sagen, wenn er dann mit ihr noch mal spricht, wenn der Bruder dann wieder gegangen ist, das war so der schmale Grat des, ich habe es doch gerade gesehen und es ist doch eigentlich auf der Gefühlsebene schon längst zu mir durchgedrungen, was da gerade passiert ist. Das ist schon so ein bisschen der Erklärbär so ist. Es gibt noch so ein, zwei Sachen, wo ich sage, ja okay, ist vielleicht trotzdem nicht völlig verkehrt, das mal zu hören, aber die Grundlage, finde ich, die ist auf jeden Fall schon völlig, die sollte jedem klar gewesen sein, der gerade die zwei Minuten, drei Minuten davor gesehen hat. Also als leise Kritik an der Stelle. Weißt du übrigens, warum ich glaube, dass das wichtig ist? Also ich weiß, dass es auch mal gesagt wird. Kommt, was ich übrigens vergessen hatte. Also ich würde denken, nicht ein einziges Bild bis auf das allerletzte ist mir sozusagen in die Vergessenheit geraten. Es war also ein permanentes Déjà-vu beim Wiederschauen. Und dann war ich nochmal baff. Oh, das wusste ich gar nicht, dass sie sagt, dass jetzt die Zeit wie nennt sich das? Weiterziehend. Nee, davor sagt sie noch, also die Ruhe, ich kriege das nicht übersetzt gerade, das waren ja englische Untertitel. Mit dem Komfort, ne? Ja, genau, also bequem, also die Zeit der Bequemlichkeit oder der, ja, ich glaube, ich würde vielleicht Bequemlichkeit ist vorbei und ich werde jetzt weiterziehen, dass da sozusagen also auch für sie ein nächster Entwicklungsschritt möglich wird. Also dass sie sozusagen auch ein bisschen auch gefangen war, oder nicht nur ein bisschen, also ganz doll gefangen war, auch in diesem, ich warte jetzt darauf, dass mein Bruder wiederkommt. Und dass die Art und Weise, also dass der, ja, also genau, es ist dann für sie nochmal weitergehen. Und dafür war das wichtig, dass ihr das bewusst ist, also was sie da tut. Also dass das was soll ich sagen? Also, dass sie so klar sagen kann, na, ist doch klar, dass wir hier nicht normal miteinander reden. Wir können nicht einfach so unsere alten Wunden wieder aufreißen. Dass ihr das klar ist. Ich bin auch so beeindruckt davon. Also Filme haben oder Geschichten haben oft immer die Idee, dass jemand quasi sein Trauma quasi überwindet und zurücklässt oder so. Das geht gar nicht so. Das bleibt für immer ein Teil von dir. Und es ist eher die Frage, wie das sozusagen seinen Platz in dir haben kann. Also, dass es dir nicht im Weg liegt so, sondern dass du es mitnehmen kannst so. Und das ist natürlich ein starkes Bild, wenn sie da loszieht und losgezogen wird. Ja, genau. Ja, und gleichzeitig ist das ein schönes Bild für Verbindungen, die manchmal künstlich erzeugt werden, wie das Band zwischen Ziehvater und Adoptivtochter so, ne, der sozusagen seine eine Ziehvater, ja. Ja, genau, der sie blind macht und dadurch auch abhängig von ihm. Und als nächstes, was würde man denken, das ist eine Tochter, oder? Die da mit ihr loszieht. Ne, wer sonst würde mit ihr mitgehen, so ungefähr, ja. Was dann wieder die Frage aufwirft, woher kommt die und was steckt da wieder für eine Geschichte? Das ist
ist zusammen mit diesem Lebenspartner entstanden, das Kind. Ach so, mit dem? Ja, okay. Würde ich denken, ja. Der sich sehr für Stillstand in seinem Leben schon entschieden hat, der deswegen wahrscheinlich wie so ein Ruhepol war. Aber für sie geht es nochmal weiter. Also das fand ich jedenfalls total schön. Damit hatte ich gar nicht mehr gerechnet. Ich war richtig neugierig, ganz, ganz, ganz zum Schluss. Wie ging das denn jetzt eigentlich nochmal aus? Also ich konnte mich noch erinnern, dass die kein Wort miteinander reden. Also nicht wirklich. Ne? Also keins außerhalb des Gesangs. Ja, oder der Höflichkeit, genau. Und dann zieht sie da eben zwischen den ruhigen Wassern entlang. Ja. Ich fand dieses nicht ganz Schlussbild wirkt dann auch wie so ein Wiederaufgreifen des Motivs. Wenn er wegläuft von Vater und Schwester, dann ist ja dieses gigantische Bild, wie sie da neben diesem Baum hockt, / steht, ich weiß nicht mehr ganz genau. Mhm. Wo ich mich ein bisschen geärgert habe, dass anscheinend diese Sequenz nicht so schön restauriert werden konnte, weil die so leicht unscharf war. Ich sagte, woran das liegt. Die haben sie haben nachträglich in das Bild hineingezoomt, weil offensichtlich der Bildausschnitt noch nicht, der ist ja sehr zentriert und der wurde offensichtlich nachträglich erzeugt und dadurch wird es dann wischiwaschi. So, und also genau dieses Bild, wie sie sozusagen neben diesem Baum steht, der auch gerade keinerlei Blätter trägt, aber schon sehr alt aussieht. Sehr, sehr alt, ja. Und das, wie gesagt, natürlich nicht 1:1, aber diese ähnliche Motivik, wenn er dann sie erneut verlässt, sagen, und dann kommt dieser Bus, bzw. diese schlammige Straße, die da ist, eben auch wieder eine Figur vor so einem Umfeld. So, und da eben, dass er dann dieses Bild ja auch wieder verlässt und nicht am Baum steht und wartet. Und sie dann eben natürlich auch nicht mehr wartet. Er geht das zweite Mal. Und während sie beim ersten Verlassen sozusagen immer mal gewartet hat, ist jetzt die Situation eine andere. Sie kann weiterziehen, statt eben an diesem Baum zu warten. Ja, und sie kommen ja wirklich tatsächlich aus unterschiedlichen Welten, von denen sie beide nur begrenzt was wissen können. So. Also ich habe keine Ahnung, was sozusagen Dong Ho, was der noch sozusagen über seine Mutter und seine familiäre Herkunft wissen kann, so wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als das Mädchen. Aber auf jeden Fall sind das zwei sehr verschiedene Welten. Und ich finde das schon ein starkes Stück, also dass der Film einem das auch so zumutet, dass es eben, also falls irgendeiner gedacht hat, es würde darum gehen, wieder zwei Menschen wieder zusammengeführt werden, so und die dann fortan irgendwie was gemeinsam machen. Das nicht so. Also es ging schon nochmal um eine Wiederbegegnung, aber dann macht jeder seine nächsten Schritte. Das ist echt cool. Also ich finde den außerordentlich fortschrittlich und kann überhaupt nicht einordnen, ob der Film, also ob es sozusagen Kunstkino auch innerhalb von Korea ist. Also auch die Sehgewohnheiten herausforderndes für ein koreanisches Publikum. Das ist mir komplett unklar. Ich wüsste es nicht. Also konkret dazu, das kann man teilweise in der englischen Wikipedia nachlesen. Ich meine, ich hatte es vorher schon irgendwo anders gehört. Es ist der erste koreanische Kinofilm, der über 1 Million Besucher hatte. Wahnsinn. Also genau, koreanischer Kinofilm, der über 1 Million Besucher hatte. Und je nachdem, wie ich das jetzt richtig oder falsch verstanden habe, in der Wikipedia, der ist in einem Kino in Seoul gestartet. Erstmal und da war ich dann nicht sicher, ob das so wirklich stimmt, dann bis maximal 3 Kinos in Seoul, wo ich denke, das war ein bisschen sehr wenig. Auf jeden Fall hat er anscheinend so große, tolle Kritiken immer bekommen und dann auch bei den Filmpreisen ausgezeichnet worden und hat dann eben über seine Laufzeit 1 Million Leute ins Kino gezogen und ist sozusagen in gewisser Weise eben auch ein Meilenstein in der Kinokultur, die eben auch lange eben Hollywood dominiert war und ich glaube auch in Quantec, dass so eine, nee, nicht Kommissionsfilme, es gab da irgendeinen Begriff in irgendeinem der Audiokommentare, hatte ich das mal gehört, dass die Sachen hier, wir machen 4 Filme oder so und dann kriegen wir die Lizenz dafür, dass wir einen ausländischen Film einkaufen können, der uns dann richtig das Geld bringt. So haben sozusagen die Filmfirmen da teilweise anscheinend gearbeitet. Bis dann das eben mehr und mehr kippte Richtung, wir fördern den koreanischen Film auch mit so anscheinend ein paar protektionistischen Bestrebungen im Sinne von, es dürfen nur noch so und so viele ausländische Filme starten. Und dass sich dann aber das
anscheinend mindestens spätestens in den 90ern so gewandelt hat, dass eben der koreanische Film zu Hause immer populärer wurde. Ja, und eben wie gesagt, das ist der erste mit über 1 Million Besuchern gewesen. Ob und wie das jetzt das Thema Kunstkino oder sowas Na gut, nee, das spricht bedeutet, ja schon dagegen. Also das... Naja, dieses, wenn das wirklich stimmt mit dem ein Kino beziehungsweise maximal 3 Kinos, das würde könnte ja dafür sprechen, dass es nicht in so vielen Kinos gezeigt wurde. Andererseits, ich weiß nicht, wie zu dem Zeitpunkt die Kinosituation jetzt in Seoul konkret aussah oder so. Und was heißt ein Kino, sind das vielleicht mehrere Seele und solche Sachen, aber... Ich weiß jetzt nicht, wie viele Einwohner Korea zu dem Zeitpunkt hatte in den 90ern, aber 1 Million Zuschauer ist eine große Menge und vermutlich, also es wäre schon in Deutschland eine große Menge und ich vermute... Es waren nicht ganz so viele Einwohner in Korea. Nein, Seoul sind rund 10 Millionen, glaube ich. Ja, aber eben nicht im ganzen Land 80 Millionen. Im Ganzen sind es 40 oder 60. Ja, dann sind 1 Million Zuschauer eine enorme Menge. Also das ist dann auf jeden Fall kein Nischenprogramm. Und heute sind die Zahlen noch viel, also gerade als deutsche Kinomensch guckt man da hin und denkt, wow, wie machen die das? Was die für Besucherzahlen haben. Naja, und also ich kenne da jetzt, also meine letzten koreanischen Mainstream-Filme waren sozusagen Ende 2000er so. Das war jetzt schon auch also ein sichtbar für ein Massenpublikum gemachtes Kino. Das, finde ich, gilt jetzt für diesen Film hier überhaupt nicht. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das auch ein breites Publikum ansprechen kann. Ich finde, dass der total, also das ein ganz, 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 also ich finde nicht, dass der Film, also eigentlich ist er nur für ein westliches Publikum ein bisschen herausfordernd wegen dem Pansori-Gesang. Ich finde den ansonsten total klar und gut erzählt. Also ich hab nicht das Gefühl, dass er eine besondere der nimmt sich gar nichts raus, was man sozusagen, ja, wozu man als Zuschauer jetzt noch besonders was leisten müsste. Ich finde es einen sehr bewegenden Film, der genau wenig künstlerische Umwege macht vielleicht, sondern eine erstaunliche Klarheit hat. Wenn das jetzt so ein Film ist, der in Korea, der viele Leute erreicht hat, ich weiß ja nicht, wie sich Menschen in Korea fühlen und wie die Familiengeschichten so sind durch die Trennung Süd- und Nordkorea, durch so unterschiedliche staatliche Systeme. Und ich weiß auch nicht, wie sehr diese Bruchlinie der geteilten Staaten auch was mit, also wie traditionelle Dinge weitergegangen sind oder nicht. Ne? Also hier in dem Film wird ja auch ein bisschen darüber erzählt, wie da durch die japanische Besatzung, wie dort also mit japanischen und westlichen Kultureinflüssen ein großer Umbruch auch stattgefunden hat. Könnte ja sein, dass das ein Umbruch ist, den man in Nordkorea besonders aggressiv ferngehalten hat. Ich weiß nicht, ob das die Idee ist. Das würde mich mal sehr interessieren. Ich glaube schon, also wegen dem, was ich behaupte, dass das auch ein sehr allegorischer Film ist, dann kann ich gar nicht, also dann ahne ich nicht mal die Ansätze davon, wie sich das sozusagen für ein koreanisches Publikum, also welche Allegorien denen im Hinterkopf auftauchen können, ne? Ja, was ja so immer dieses angesprochen wird, ne, dieses sozusagen zugespitzt jetzt mal Nomadenleben, ne, du ziehst eben von Ort zu Ort im Vergleich zu, komm mit nach Seoul und dann später sehen wir ja, der Junge, der, also Dong-ho, hat diese beiden verlassen und dann, wenn wir ihn später sehen, er hat eben Mantel und ist, also, da habe ich so kurz überlegt, die Kleidung sieht jetzt schon irgendwie besser aus, und dann, ja klar, der hat jetzt anscheinend eben einen Job gefunden, der ihm ordentlich Geld bringt, ne, also deswegen sieht er jetzt eben auch anders aus, er trägt auch nicht mehr die traditionelle Kleidung, sondern eben so modernes, schick und fällt auch so ein bisschen raus manchmal im Vergleich zu anderen Figuren eben dann oder Personen, die da eben umhergehen, umlaufen, mit denen er sich unterhält, dass das ja eben sowas ist. Ne? Wie gesagt, hier Seoul hat irgendwie, ich weiß nicht, 10 Millionen Einwohner, ich glaube doppelt so viel wie Berlin und ist aber von der Fläche her ein bisschen kleiner. Hatte ich mal irgendwann nachgeguckt, wo ich nämlich so versucht habe, mir das mal ungefähr in Relation zu setzen. Wie sieht das wirklich da aus? Also schon muss ein riesige Metropole einfach, also ist eine Metropole, aber diese Vorstellung davon zu bekommen. Andererseits ist es ja, glaube ich, auch so, dass, ne, was habe ich gesagt, ich bin mir sicher, 40 oder 60, wie viel hat Frankreich? Frankreich hat, glaube ich, 60, ja, und Korea hat 40 Millionen. Naja, also dass die auf jeden Fall logischerweise schon einen ganz schönen beachtlichen Anteil der Bevölkerung einnimmt, eben Seoul, und da gibt es halt noch Busan, weil es gibt noch ein paar mehr Städte, die ein bisschen größer sind, aber dass eben so diese Verstädterung, weil der Grad der Verstädterung da nochmal so eine Rolle spielt. Ja.
Und ich hatte vorhin gerade überlegt, ist ein Film über, also eine Kunst, die von anderen Künsten erzählt, die sich im Wandel, vielleicht sogar in der Auflösung befinden, aber andererseits ja irgendwie für eine Verbindung herstellen oder verbindend sein können. Also es ist ein Film über Musik erzählt. Ja, ich komme gerade noch nicht so ganz zu dem letzten zwingenden Punkt, den ich damit mache. dass das ja auch so ziemlich tief da drin liegt. Ich musste öfter mal an das denken, was ich mir so unter Bluesmusik vorstelle und der Menschengeschichte dazu, ne? Also wenn es ein Musikstil ist, der auch aus großem menschlichem Leid, dort dem Leid der Sklaven in Amerika, wie das sozusagen auch, also wie das ein Quell von Kreativität, also wenn schon nicht viel Menschsein erlaubt ist, also dass sich das dann an irgendeiner Stelle immer auch einen sehr kreativen, sehr künstlerischen Ausdruck irgendwie sucht. Und so wirkt ja die ganze Zeit auch diese Pansori-Musik. Also es geht ja auch immer wieder, also in den Geschichten, die da erzählt werden, sind oft sehr, sehr leidvolle Geschichten, in denen, und das ist auch mal interessant, was sozusagen, wenn der Ziehvater noch so ein bisschen der Überlieferer der alten Lehre ist, wie dann, wie was zu singen ist und worum es da irgendwie geht, dann hat das bestimmt auch sozusagen was, also geht's, also ist das ja auch schon oft so gewesen, dass also die Kunstform immer auch solche Erlösungsinstrumente sind, ne? Also sich sozusagen mal von was frei zu machen, also dass das unerträgliche Leid wird vielleicht etwas erträglicher, wenn ich es kraftvoll als ein Lied nach außen bringe und andere damit wiederum in Bewegung versetze. Also irgendwie geht's ja so ein bisschen auch um sowas. Wie stehst du denn zu der These, die ja denn der alte Sänger seinen Adoptivkindern oder vor allem seiner Adoptivtochter dann auch nochmal so mitgibt? Also jetzt hast du so viel Leid schon erlebt, so das macht dich zu einer guten Sängerin. Ja, das ist eine moralische Frage. Ne? Kann nur aus oder durch das Leid eigentlich sowas Schönes entstehen? Ist eben das, was notwendig ist, damit so die ganz große, also jetzt ganz allgemein eben so große Kunst entsteht? Ich glaube, ist auch irgendwie so ein halber Erinnerungsfetzen, dass man irgendwie schon gesagt hat, dass hier bei Annie Lennox Eurythmics war das, ne? Dass die zum Beispiel auch, wenn sie ihre größten Streits hatten, dann wären so ungefähr die besten Songs entstanden, so ungefähr. Und Balladen sind ja häufig auch eher so Verarbeitung von Schmerz oder ähnlichem. Ne? Also ist das wirklich notwendig, damit sowas entstehen kann? Oder geht das auch anders? Muss man dieses Leid erfahren oder durchlaufen? Der Film bietet ja als kleinen Gegenpunkt, während sie dann nochmal so unterwegs sind, singen sie einmal so ein fröhliches Lied. Ne? Und hier, du bist meine Tochter und hey, mein Bruder, der spielt die Trommel und alles ist toll und Arirang, Arirang. Ja, weiß ich nicht. Also ich stimme auf jeden Fall zu, dass ich auch oft das Gefühl habe, ja, anscheinend man muss, wenn man sowas, ist ja vielleicht auch so eine Art Selbsttherapie oder eben ne, das damit umgehen, das Verarbeiten. Die beiden verarbeiten es ja letztlich auch. Ihre schwere Geschichte verarbeiten sie damit, wenn sie sich wieder treffen, singen sie etwas und irgendwie was Positives so daraus zu ziehen. Das hat mir ja mal jemand, ein Kollege gesagt, das ist vielleicht gar nicht, also ich weiß nicht mal, was die beiden zum Schluss machen. Ne? Ist das Verarbeiten oder machen sie sich ihre eigene schmerzhafte Geschichte handbar, weißt du, oder händelbar? Also sie können damit umgehen. Es klingt ja sozusagen, also auch die Geschichte, die in diesem Gesang erzählt wird, ist sozusagen über Bande gespielt, auch ihre Geschichte oder Themen davon tauchen da drin auf, ne? Aber dadurch, dass es eben nicht eins zu eins die Bruder-Schwester-Vater-Geschichte ist, ist es dadurch händelbarer, weißt du, weil es sozusagen viel zu schmerzhaft wäre, es eins zu eins zu nehmen. Ja, also ich überlege gerade so von wegen, also jetzt auch wieder überspitzt gesagt, man verpasst sich ein Happy oder man versucht ein Happy End zu kreieren, ohne dass ich sagen würde, dass sie das wirklich wollen oder benötigen würden. Und aber das ist schon irgendwie so eine die schöne letzte Erinnerung sozusagen wird, die diese beiden gemeinsam dann haben.
Andererseits eben natürlich auch ein sehr, oder vielleicht auch ein sehr süßer Schmerz. Ne? Sie weinen ja beide und es sind aber für mich nicht nur, weder sind es nur Freudentränen, weder sind es nur Trauertränen sozusagen, sondern eben beides, ja, genau, so ein sehr süßer Schmerz, der aber eben irgendwie, ja. Na, uns beide gehen sehr bestimmt ihren nächsten Schritt im Leben so. Also das ist mir heute nochmal besonders bewusst geworden, gerade dadurch, dass ich die das letzte Bild nicht so vor Augen hatte. Es kann auch durchaus sein, dass ich, als ich das damals gesehen habe, das besonders abwegig fand. Also es würde mich nicht wundern. Also meine Erinnerung ist oft da, wo ich was nicht einordnen kann, besonders schwammig so. Also bis hin zum, oh, das wusste ich gar nicht mehr. Weil ich bin mir sicher, dass das, also ja, das ist mir vor, wie hätte mir denn vor 20 Jahren bewusst sein sollen, dass etwas, also ich kann das aus meinen eigenen familiär biografischen Erlebnissen, kann ich viele Sachen sehr gut nachvollziehen in diesem Film. Also auch, wie sich was anfühlen kann. Und ich konnte mir damals auf gar keinen Fall vorstellen, dass nochmal irgendeine Form von, also nach solchen schmerzhaften Erfahrungen, wie kann dann nochmal eine Wiederbegegnung aussehen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder wie kann man nochmal wieder wenn das Zusammensein schmerzhaft war und man ist davon geflohen und jetzt kommt man wieder zusammen, wie soll man denn eine andere Ebene finden als diese alte schmerzhafte Ebene? Die will man ja nicht, deswegen ist man ja abgehauen. Und wie geht es jetzt sozusagen wieder weiter? Und dass der Film jetzt so quasi sogar noch einen Schritt weiter geht und sagt, und wenn man diese eine nächste Ebene probiert hat, dann geht sogar noch mal was ganz anderes. Also dann geht sozusagen noch mal, also das, was so aussah wie, ich habe jetzt hier für immer hier irgendwie wie so ein Refugium, irgendwo bin ich jetzt auf irgendeiner Insel, so, ne, dann bleibe ich da immer. Nee, dann kommt sie sogar auf die Idee und jetzt reicht's, jetzt mache ich den nächsten Schritt. Das ist so. Boah, voll cool. Und das meine ich mit, das hätte ich mir vor 20 Jahren für mich selber nicht vorstellen können und habe ich mir deswegen bestimmt auch nicht gemerkt. Fand ich bestimmt doof. Es ist vielleicht auch so dieses Gegenstück, ich weiß nicht, ob komplettes Gegenstück zu eben natürlich dem Stillstand, logischerweise, ne? Dieses sich weiterentwickeln oder weitergehen, ob man weiterentwickelt, ist dann wahrscheinlich auch eine Frage, ja. Ob das inhärent ist. Ich wollte sagen, von wegen Gegenstück zum Stillstand des Vaters, aber der ist natürlich ja auch umhergezogen. Ja. Allerdings ist er eben in seiner Haltung wahrscheinlich stehen geblieben. Ja. Das ist ja dieser Stillstand, der sich da ergibt. Ne? Ich finde das auch so herrlich, diese Hütte oder dieses halb zerfallene Haus, wo sie dann sind, so als auch eben Sinnbild für diese ganze Situation. Ja. So dieses, sie haben zwar irgendwie was, aber es ist alles so zerrottet oder am Verfallen, zerfallen, wie auch ihre ganze persönliche Lage ja so dem Verfall Ja, sogar mehrfach. Das erste Mal, wo man das sieht, sitzt ja der schon etwas ältere Junge so auch außerhalb, während im noch etwas intakteren Teil des Hauses Vater und Tochter sozusagen miteinander üben. Oder er wieder das Mädchen drangsaliert, so muss man das ja eigentlich immer ausdrücken. Da sieht er schon so aus, wie dass dieses Dreiergespann ist brüchig geworden. Und dann habe ich mich gefreut, dass das also auch später auch nochmal für was anderes auch nochmal gut ist. Ne? Also es ist eben auch dieses, also das ist auch in diesem ländlichen Gebiet ist das schon ein zerfallender Teil der Vergangenheit, so, der auch nicht nochmal wieder neu aufgebaut wird. Da zieht nicht nochmal jemand neu ein mit neuer Energie, sondern ja, das scheint fast die Menschen einfach, die noch übrig geblieben sind, die quasi noch im Gestern bleiben, die bleiben denn dort, bis sie auch nicht mehr sind. So, ne? Also geht es ja dem Vater. Ja, das ist schon wirklich ganz schön stark. Und wie sah es dann bei ihm ja auch immer noch tiefer, also die nächste Stufe hinab, bis dann eben schließlich so, er lügt die Tochter ja an. Ja. Also ich beziehe mich jetzt auf die Szene, er sagt hier, ich habe uns Hühnchen besorgt, ne? Dafür habe ich gesungen. Ja. Also gleich das, was für ihn eigentlich das Größte überhaupt ist, und dafür hat er jetzt eben als Bezahlung sozusagen ein Huhn bekommen, und wir müssen dann feststellen, nee, er hat das geklaut, er hat das, und das war auch noch die Legehenne, nee, heißt das Legehenne, die Mother Hen, also ne, die Henne überhaupt, die er da aus dem Bestand geholt hat, das heißt möglicherweise auch den er die geklaut hat, der wird jetzt auch ganz schön rudern müssen, wie er mal weiterkommt. Also er ist sozusagen, ich mach das erst noch zu Ende, genau, und dann eben auch noch so zusammengeschlagen wird, genau, noch zusammengeschlagen wird. Also wirklich eben tiefer kann er fast gar nicht mehr sinken.
Und von wegen hier Mother Hen und das ja auch, und das ist jetzt, da kann man noch, glaube ich, sehr, sehr groß diskutieren. Er ist irgendwie nicht gut für nachwuchsbringende Wesen. Also die Frau, die bei der Geburt stirbt, das ist jetzt nicht direkt seine Schuld. Er hat sie da jetzt nicht zusammengeschlagen, deswegen ist sie gestorben oder so. Aber wenn man das eben jetzt wirklich indirekt über fünf Ecken sagen möchte, ne, er hat sie ja geschwängert. Und das ist an dieser Schwangerschaft verstirbt sie dann eben. Ne? Also das war, wie gesagt, ne, ohne das jetzt als direkte Schuld, aber ich hoffe, man kann so halbwegs nachvollziehen, wie ich das jetzt konstruiert meine. Und dass er dann eben auch noch die Mother Hen schließlich umbringt und nicht irgendein Huhn oder vielleicht sogar den Hahn. Vielleicht ist auch das durchaus symbolisch zu verstehen. Es gibt eine Riesenanzahl von Beispielen wie diese, die du aufgezählt hast, wo der dafür, dass unser alter Sänger, so nenne ich das jetzt mal, so bleibt, wie er ist. Das hat einen ungeheuren Preis und seine Mitmenschen zahlen kräftig mit. Also das zeigt sich auch, wenn er auf seine alten Sängerkollegen mit Lernenden trifft, die jetzt anders unterwegs sind, ne, sozusagen in einer anderen Form der Organisation und ihm sozusagen, also ich meine, was da für Geschichten auftauchen. Ne? Also da taucht auf, dass ihn der Lehrer, ja, dass der ihn verstoßen hat und ihm damit de facto ein Berufsverbot auferlegt hat, dass er nicht freiwillig, das ist vielleicht gut wichtig nochmal, dass wir das nochmal einordnen, ne? Also, aber das, man muss wirklich, also fällt mir jetzt gerade auch erst ein, also wir erfahren, dass dieses durch die Lande ziehen und singen nicht die ureigene Idee war, sondern der ist verstoßen worden. Wir können nur was ahnen, wir wissen das nicht genau. Und dann hat der Lehrer, als der gestorben ist, das Einzige, was ihm da noch wichtig war, 5 Jahre nach meinem Tod könnt ihr ihn wieder aufnehmen. Was sind das nochmal für, das sind ja fast schon, das, also aus meiner Sicht sind das so, das ist so ein Sammelbegriff, das ist ja, wie mittelalterlich ist das noch, ne? Also wo kommt das noch her, diese Existenz, also diese massiven, ja, also ja, wie man sich sozusagen seine Existenzen so gegenseitig kaputt macht durch solche Haltungen, die ja was mit, also letzten Endes was mit Ego zu tun haben. Ne? Also es wird oft mal von Würde und Kränkungen denn gesprochen so, und das meint ja immer wieder, dass sozusagen, also wenn man für sich selbst, da geht immer ein großes Fass auf, aber sich das nochmal bewusst zu machen, was hat dieser Mann eigentlich für eine Geschichte? Ein bisschen was können wir wissen, und es fortwährend bezahlen alle um ihn herum und er selbst natürlich den größten Preis mit all der Schuld, die er auf sich lädt. Und bis hin zu in der Szene, wo ich ja wirklich, also vielleicht ist das also der Moment, der für mich am bewegendsten ist, weil die Ambivalenz erhalten bleibt, weil im Quantik das schafft, kein Psychopathen zu bemühen, ne, sondern wie ein wirklich liebevoller Stiefvater ein Tee anrührt, der seine Adoptivtochter blind machen wird, in voller Absicht. Und wie er dann sozusagen diese Trinkschale bringt und die Adoptivtochter voller Urvertrauen, das gar kein Urvertrauen ist, sondern ja schon ein nachträglich erzeugtes, das weiter trinkt. Und da drin ist eine ganz liebevolle Idee und es ist katastrophal. Also es ist und ich kann sozusagen, also es ist Platz dafür da in dem Film, auch diesen Mann zu verstehen, auch wenn der sozusagen am leichtesten abzulehnen ist, weil er die krassesten Dinge tut, so, ne? Oh. Ja, dieses, er will eigentlich nur das Beste. Ja, ja. Ne? Und ob, wenn das eben Doping ist und Doping eben noch diese Nebenwirkung hat, dann soll das so sein. Ja, interessant, das sagst du als ehemaliger Leistungssportler, das ist nicht uninteressant. Du hast natürlich deine, also vielleicht eben, von mir, bin ich ja ein bisschen raus, aber eben so dieses, ne, da möchte jemand jemanden zur Meisterschaft bringen. Ja. Und koste es, was es wolle. So, und ich bin nochmal ganz kurz zu diesem Thema die Kinder und ne, dass er jetzt für Nachwuchs nicht so der beste Ort ist ungefähr. Es gibt ja dann auch die Szene, wenn sie dann schon ohne den Jungen. Nee. Der ist ja noch dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wo es so Herbst, Winter wird und sie, wo der Papagei dann dabei ist, hier bei diesem Verkäufer. Mhm.
und sie singt diesen Gesang und dann zieht eben diese Blaskapelle durchs Dorf und dann sind sie, glaube ich, auch die Kinder, die als erstes zu dieser Blaskapelle rennen, ne? Also auch da wieder dieses, die von ihm weg sind, also es sind auch die anderen Dorfbewohner, meine, glaube ich, wenden sich ab oder gucken zumindest dahin, aber die Kinder sind die dahin rennen direkt. Ja, also dass auch da eben dieses, die nächste Generation, der Nachwuchs wieder nicht in seiner Nähe ist. ja, und er ist schon ja definitiv keine reine Sympathiefigur. aber glaube ich ja doch, ohne dass man sagt, man teilt die Ansicht, nur so nachvollziehbar, dass er Sachen macht, die er macht, ne? Und sein Stubborn, wie es der Untertitel uns einmal sagt, hier bei dem Treffen mit seinen alten Schülerkollegen, Klassenkameraden. Hm. Das macht es ja schon so deutlich. Ja. Und ja, er wirkt für mich so nicht unbedingt aus der Zeit gefallen, aber vielleicht auch doch. Eben dieses, ne, dieses totale Festhalten daran und oder nicht nur das Festhalten daran, sondern auch dieses durchaus vielleicht Überhebliche, des, also das ist das Beste, es gibt nichts anderes. Ne? Und ich sage das Überhebliche mit einem Fragezeichen, weil ja das durchaus schon eine höhere Kunst ist. Also ich kann auf jeden Fall nicht so singen, ne? Da brauchen wir gar nicht mit anfangen. Ich muss allerdings auch gestehen, ich weiß es gar nicht, ich könnte nicht präzise beschreiben, Qualität von Gesang, glaube ich, ohne dass ich jetzt, also ich überlege gerade, ob ich sagen könnte, da singt jemand besser oder schlechter als jemand anderes, ne? Also ob ich diese Qualität in ihrem ganzen Umfang, Ausmaß überhaupt wertschätzen könnte. Ich könnte sie auf jeden Fall nicht mich darüber so eloquent ausdrücken, dass ich sagen könnte, warum ich das so toll finde, wahrscheinlich. Ja, ich kann sagen, also es gibt irgendwas in mir drin, das einfach total darauf anspricht, auf dieses Trommeln, dieses Intensive, dieses, für mich hat das was ganz, ganz Rufendes, so, also diese Art des Gesangs hat manchmal ja auch ja, schon auch schreiend und dann gibt es zwei Momente, man könnte ja sagen, dass der alte Sänger da auf der Höhe seiner Kunst ist und dann zum Ende auch die Frau auf der Höhe ihrer Gesangskunst. Also wenn der Mann vor diesem größeren Publikum dort sozusagen singt, da wo sich auch Bruder und Schwester im Geiste das erste Mal sehen, also die Stelle, da hat das ein Witz und eine Intensität, also wo man auch richtig so merkt, so funktioniert das auch, so, wie so eine Mischung aus Satiriker, Entertainer und dezent und, so ein bisschen hofnah, habe ich da ja so genau, ne? also und wenn man so merkt, was für eine wichtige Funktion das auch hat, dass da jemand sozusagen, also na, so wie das eben mit Kunst ist, Kunst nimmt das, was ist und dreht alle Lautstärkenregler auf und verschiebt nochmal die Perspektive und macht das auf eine Art und Weise, die für ein breites Publikum zugänglich ist. Also das funktioniert bei mir, da bin ich gepackt. Und diese Intensität erreicht die Frau auf jeden Fall auch in dem letzten Gesangsmoment mit ihrem Bruder. Das hat, also ne, wie sie da, also wie da auch Laute geformt werden und so. Also, wie ist das eigentlich für dich? Also die Gesänge und gerade der Inhalt dieser Gesänge ist auf jeden Fall für mich ein Grund, warum ich den Film irgendwann nochmal gucken muss, diese Gesänge nochmal wirklich verarbeitend mitzulesen in dem Fall ja und dann eben auch nochmal in Beziehung zu setzen zu dem, was da eben gerade auf der Leinwand geschieht. Wie ist denn das für dich, wenn dann eben in dem Schluss diese ausnahmsweise dann die extradiegetische Musik, die komponierte Musik dazu kommt? Ist das für dich eine Art Verrat oder ist das einfach, sie fängt diese Stimmung einfach genau auf den Punkt ein und wir haben ja jetzt schon gehört, was geht und wissen, dass wir jetzt noch sehr lange so weitergehen, dieser Gesang. Da fahren ja dann hinterher auch, es wurde die ganze Nacht gesungen. Ja, zum einen ist es ein schon ein länger etabliertes Thema, das sozusagen, ich habe das Gefühl, bei all dreien Hauptfiguren mir schon vorher auch die Gelegenheit gegeben hat, also mit den einzelnen Menschen da mal innezuhalten. Und manchmal ist das eine Brücke zurück wieder in die Gegenwart oder manchmal nimmt es einen sehr, also fast unerträglichen Moment und bringt es sozusagen, also ich kurz gehe ich einfach von der Verstandebene wieder auf eine Gefühlsebene irgendwie,
Ja, das ist, glaube ich, auch eine Form des Händelbarmachens. Und das ist exakt das, was da passiert. Also die beiden erreichen etwas, was eigentlich nur für die beiden, das existiert nur für die beiden. Also jeder andere kann quasi beeindruckt daneben stehen und ne, also das, dann klingt das so wie das, was der Partner später sagt. Es klang ein bisschen so, als hättet ihr Liebe gemacht. So, ne? Also, das ist ja auch, ne? Also allgemein, die ganze Nacht ging das und ne, ja. Das klingt wie, also das ist auf jeden Fall schon so auch wieder dieses Gleichnis dafür vielleicht. Also ganz ehrlich, also für mich, also in einem Kinosaal ist der Moment, wenn ein Film sozusagen diese Simulation des 1:1 Realismus verlässt, also ich höre das, was man in diesem Ort hören würde, wenn zwei Menschen was miteinander tun, so sozusagen und Musik darüber geht und dadurch plötzlich auch der Schnitt sich auch befreit von dem Naturalismus, immer nur das zu zeigen, was gerade ist, sondern es ist ja das, was Film kann. Also plötzlich fängt in dieser Mischung aus Montage, Bildern, also Kamerabewegung, Montage und Musik, komme ich quasi auf eine Form, was wir sonst beschreiben mit, ja, und dann hat es zwischen uns Zoom gemacht oder, also weißt du, also da, wo uns ja manchmal auch die Worte fehlen, was an emotionalen Verbindungen und Gefühlen möglich ist. Und das macht er da, also das ist für mich gar nicht. Also nee, für mich, also, Transzendenz ist das, was passiert, ja, also es geht über das hinaus und durchdringt das auch, also es ist, wie soll man, ich habe dafür keine Worte, aber bin ja auch froh, dass, das macht, glaube ich, eins für mich aus, warum Film genau das, also ein sehr gutes Trägermedium ist, um was davon, ja, also für ein Publikum sichtbar zu machen. Ja. Ich muss gerade an so ein banales Detail denken, wenn er den Onkel wieder trifft. Auch er ja so eine, ja, also der bleibt ja auch in seinem Beruf, in diesem Zeichnen, auch total schöne Zeichnung, wie ich finde. Ja. Scheint aber auch eben mit Altersarmut zu kämpfen, beziehungsweise scheint auch im hohen Alter diesen Job noch machen zu müssen, um über die Runden zu kommen. Auf jeden Fall sind die dann in diesem Café, in dieser Bar, Kneipe, was auch immer. Und ich bin der Meinung, der hat einmal die ganze Zigarettenlänge hat er noch dran an Asche. Ja. Also wie gesagt, völlig banales Detail, nachdem wir jetzt gerade an ganz anderer Stelle waren. Aber da musste ich auch gerade irgendwie dran denken. Das ist so eine Kleinigkeit, der irgendwie mitspielte. Aber auch dieser Onkel, ja, ne, der auch sagt so, hier, gib mir doch deine Kinder, zieh du ruhig weiter, aber die Kinder müssen ein besseres Leben kriegen sozusagen oder ein besser im Sinne von finanziell sicherer. So muss man das ja mal sagen. Ich merke, dass ich immer mehr Probleme damit habe, wenn Leute sagen, hier, man sagt, wenn man was aus seinem Leben machen soll oder wann hat man etwas erreicht und so, und dass das eben sehr häufig verbunden ist mit materiellen Werten. Und sie weiß, ja, ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich einen sehr hohen Kontostand hätte und wüsste, ich bin finanziell abgesichert, aber das wahrscheinlich trotzdem nicht der Schlüssel zum Glück wäre in jeder Hinsicht. Altbekannte Weisheit, Max, und lass doch den vielen ihre Kurzsichtigkeit. Ich bin mir übrigens gar nicht so sicher, also so rosig sehe ich das bei dem Onkel gar nicht, das Angebot, das der dort macht, als es noch Kinder sind. Ich sah dann einfach nur auf eine andere Art die gleiche Idee, Kinder zu gebrauchen, um jetzt auch nochmal diplomatischerweise nicht Missbrauch zu sagen. Also das wirkt für mich manchmal auch nach, es ist eine alte Idee noch, wie, und vielleicht auch eine alte Notwendigkeit, ne, wie sozusagen Kinder nochmal ganz anders auch eingebunden waren in diesem familiären System. Also, dass das gar nicht, also, dass das, was wir sozusagen als eine sehr ausgiebige Kindheit und Jugend erleben durften, vor noch nicht mal so langer Zeit gar nicht ging. Das war viel schneller wichtig, dass Kinder Teil der Existenzsicherung geworden sind. Und ich glaube, das hatte der Onkel da auch ein bisschen im Sinn. Also du meinst eher aus Eigennutz, hat er das gesagt? Ja, ich sehe das nicht so groß. Aber auch ganz normal. Also da ist der nicht anders als alle anderen dort in diesem Lebensraum. Ja, ich meine, in der Form ist es ja sowohl eben für den Sängervater als auch für dieser Zeichneronkel, die beide eben mit diesem Beruf letztlich nicht über die Runden kommen, ja eigentlich gewisser Form auch
zeigt uns dieser Film eine Kunstform, ein Abgesang ja auf Kunstformen, oder? Nee, das ist, glaube ich, ein Abgesang auf nicht anpassungsfähig sein. Also das sind, also wer sozusagen, ich glaube, dass in beiden, nee, ich glaube, beide Künste werden ganz schön auch gefeiert. Also dass du sagen kannst, und auch schöne Zeichnungen, das liegt ja auch daran, wie das inszeniert ist. Also das kriegt ja wirklich viel Platz und eine große Poesie. Oder auch genau, durch die hat Beschreibung. Auch erzählte Geschichten, ja, wie eben genau. Gesänge. Ja. Ganz genau. Also ich finde, dass sozusagen den Künsten da also eher sozusagen nochmal eine Plattform gegeben wird. Ja. Nur den Menschen, die das sozusagen, also gerade diesen beiden alten Männern, so, ne, über die man ja auch schmunzeln kann, wenn die sich über ihre Potenz im hohen Alter unterhalten. So. Also da ist ja auch so ein Augenzwinker, Mann, diese alten Kerle, so, die wollen sich nicht verändern. Sie sind nicht bereit, sich anzupassen. Also das mag, und dem Zeichner geht es dann nur ein bisschen besser als dem Sänger vielleicht, aber ja auch eigentlich nicht wirklich besser. Ich überlege, der Potente war ja der Sänger, ne? Beim Onkel wird es entweder nicht gezeigt, aber es wird nicht gesagt, dass er Kinder hätte oder eine Frau oder sonst was. Ja. Und was er hat, ist nachher dieses Mittelchen, mit dem er denkt, er könnte immer. Ja, ja. Und mit aufgeplusterter Brust rumlaufen. Also vielleicht auch da, ne? So diese Potenz. Ja, genau. Also vielleicht doch kein Abgesang auf die Kunst, aber vielleicht auf diejenigen, die diese Kunst so ausüben, wie sie ausüben. Ja, also genau. Also ja, vielleicht, genau. Also weil so ist das ja bestimmt immer mit Traditionen, dass also an jeder Tradition immer was dran ist, was gerne gut bewahrt bleiben darf, nur nicht jede Begleiterscheinung jeder Tradition ist, also die können, die sozusagen, glaube ich, richtig das Gegenteil auch bewirken. Also davon steckt eine Menge drin, ne? Also die Art und Weise, wie diese Tradition des Gesangs bewahrt werden soll aus Sicht dieses Sängers, ist fast, also sichert ja fast nur, dass das also verloren geht. Ne? Also und es wird ja dann, um mir mal sozusagen selbst zu widersprechen oder der These widersprochen, durch eben sie, ne? Und das Zusammentreffen der Kinder sozusagen, oder der dann erwachsenen Kinder, wo das dann eben wunderschön ist, wie Liebe. Genau. Aber eben auch nur zwischen den beiden, so sagt der Partner ja auch, dass hat sie schon lange nicht mehr gesungen. Genau, aber er hat das eben gehört, also eigentlich zwischen den beiden, aber wer es dann eben noch mitbekommen hat, in diesem Fall nur diese eine Person noch weiter, die hat auch diese Schönheit darin erkannt oder bemerkt, logischerweise. Aber ich meine, also es ist wahrscheinlicher, dass also die beiden nicht mehr diejenigen sind, die diesen Gesang weitertragen. Mhm. Warum sollten sie das auch tun? Ja, nee, der also der hat für sie persönlich eine Bedeutung, aber er hat sich sowieso schon davon abgewandt. Okay, und der andere sagt dann, ne, sie hat schon länger nicht mehr gesungen oder sie singt nicht mehr so gut. Klar, wenn die aufeinandertreffen, ist das für die bedeutsam, aber nicht mehr für, Wie ist denn das mit der Blindheit so? Ist das nochmal, also ne, sie hat einfach diese wunderschöne Stimme und bekommt sie eine andere Sicht auf die Dinge? Also, ne, ist mir jetzt zu flach gefragt. Ja, also natürlich der Vater fragt ja dann nachher hier, oder er sagt es ja schon selbst, du hast mir ja schon vergeben, obwohl du weißt, dass ich dich vergiftet habe, dich blinden lassen habe, denn sonst würde deine Stimme voller Hass sein und nicht voller Trauer so ungefähr. Im Übrigen etwas, also nur mal so, ne, wenn man sowas, wer sowas, also nochmal, wenn ich ganz zu verallgemeinern, wenn ich das höre, dann denke ich, na, da sagt er jetzt auch eine Menge über sich. Ich glaube, das weiß er selber nicht, wie das geht, ohne Hass. Mhm. Ne? Also, und er kann gar nicht fassen, wie seine Adoptivtochter das hinbekommt. Ich muss gerade, wir haben heute, Christian und ich haben hier schon so ein bisschen uns unterhalten heute, abseits dieser Aufnahme, und haben darüber auch nochmal über Systemsprenger gesprochen oder zumindest gestreift. Und ich erinnere mich gerade so ein bisschen an diese Szene, wo unsere kleine Protagonistin da dann mit ihrer Bezugsperson in den Wald geht und so rumschreit. Ja. Und wie mich auch hier, wie ich dann kurz mal an diese momenteweise bei den Szenen daran denken muss, wie aber wundervoll schön das auch ständig aussieht, wenn sie singt und dann ist einfach diese Natur um sie herum oder nicht nur sie singt und er spielt noch die Trommel dazu und so. Also, was ja auch immer wieder für Aufnahmen drin sind, das ist einfach. Da hast du jetzt aber schön den Bogen wieder zur Technik bekommen. Aber es gibt den Moment, da schreit sie sich die Seele aus dem Leib vor einer
eisigen Kulisse, ne, wo dieser ganzen, wo so wie so, also eine Mischung aus ja, also einfach Schnee, Eis sozusagen über diesen Wald, Berg, massiv dort hängt. Und da geht gar nichts mehr. Also es ist wirklich beeindruckend, dass dieses Mädchen nie auf die Idee kommt, diesen Mann zu töten. Also es ist wirklich, naja, also das ist schon. Also. Das habe ich mir zwischendurch auch mal gefragt, ne, wenn die jetzt immer so umherziehen, was haben die eigentlich so ganz grundsätzlich für einen Bildungsgrad? Ne? Also wenn ja wohl eher keine Schule besucht haben und wenn der Vater jetzt in abseits der Pansori-Geschichten nicht noch groß was erzählt hat. Genau, ne? Nee, du, genau, das also falls du dich jetzt gefragt hast, ob sie zwischendurch noch auf die Schule gegangen sind, dann nein. Die Schule des Lebens. Nee, aber dieses, also was er da auch immer wieder für Bilder findet, ne? Oder vielleicht auch das, dieser Gesang wird immer wieder mit der Natur verbunden in den Bildern. Und wenn es dann in die Dörfer geht, na gut, zu Beginn der Vater. Ich find, das ist eigentlich auch eine Verkaufsveranstaltung. Ne? Die werden immer sozusagen dazu gebucht. Die singen nicht, um zu singen, sondern die singen, weil irgendwas anderes gerade stattfindet. Ich finde es auch sehr bezeichnend, weil wir schon ein paar Mal über Potenz und so gesprochen haben, dass ausgerechnet dem Vater dann die Stimme versagt. Natürlich kann er nicht mal so nicht singen, weil er nicht mehr so trainiert ist. Aber dass das vor so einer großen Frauenrunde passiert, die da am Tisch sitzt. Ja, ne? Das stimmt, ja. Also dass da, ich weiß nicht, ob ein Mann noch dabei ist, aber ich glaube, es ist ausschließlich eine Frauengesellschaft. Mhm. Ich glaube, dass auch da wieder sehr viel drinsteckt. Oh, sehr anzüglicher Wortspiel. Also, dass er das da eben auch nicht mehr hinbekommt. Ja, aber wie gesagt, also vor allem dieses gigantische Landschaften. Also ich glaube, das beeindruckt mich auch nur so, oder nochmal so. Ein anderer Film aus dieser koreanischen Filmreihe hier, Last Witness, hatte ich gesehen. Und da ist dann ein Audiokommentar mit Park Chan-wook, der dann eben auch so sagt, ja, was ihn so an diesem Film fasziniert ist, wie hier eben die Kamera. Wir sind in dem Zimmer und die Tür ist offen und man kann eben weit raussehen und jetzt geht die Kamera auch noch mit raus, weil die da vor Ort gedreht haben. Heute würden wir das eben entweder im Studio drehen oder den Hintergrund dann animieren und so und hier, der macht das einfach und dadurch wirkt das nochmal ganz anders und das ist hier eben auch so dieses, du weißt, die stehen da alle und die schreit da und wer weiß, welcher Förster das gerade in einem 5 Kilometer Umkreis noch alles hört oder so. Aber das hat so eine, ja, nicht Struktur, also auch nicht direkt eine Fassbarkeit, aber es ist halt echt, also so eine Realität ist Quatsch, aber ja, es fühlt sich eben echt an im Vergleich zu solch durchaus mit digitalen Tricks bearbeiten, was jetzt nicht grundsätzlich schlimm ist oder so, ist halt anders. Ja, oder zur gleichen Zeit war auch völlig normal, in Studios zu drehen und die vorletzte Szene, also wenn die beiden aufeinandertreffen, beginnt ja am Nachmittag und geht dann in den Abend hinein und genau, und am Nachmittag, das ist mir denn hier auch zum ersten Mal so richtig beim Wiedersehen aufgefallen, wie weit ich rausgucken konnte. Und ich dadurch ja auch nochmal ein Gefühl, also ich sage ja nicht umsonst, dass das ein bisschen so wie so eine Insel ist oder so, es ist extrem abgelegen, wo sich die Sängerin niedergelassen hat fürs Erste. Und dazu kommt noch, dass das ja auch, also ohne dass ich jetzt wüsste, in welchem Zeitraum das gedreht worden ist, aber wir erleben ja Jahreszeiten mit, ne, von eben Sommer, Herbst, Winter. Also das, ne, wie du gesagt hast, wenn die ja im Schneegestöber unterwegs sind, bis es scheint warm zu sein draußen. Ja, und interessanterweise quasi über die Jahre hinweg, ne? Also während ja eigentlich ein Verlauf von, was weiß ich, 5, 6 Jahren mindestens irgendwie oder vielleicht sogar mehr, 10 Jahre, also in den Rückblenden erzählt wird, gibt es da tatsächlich aber diese Stringenz, dass über den gesamten Film wir uns eigentlich sozusagen von Sommer, Herbst, Winter und ich glaube zum Frühling kommt es nicht mehr, ne? Also ich glaube, wir bleiben so ein bisschen, es bleibt kalt. Ich würde sagen, das Ende ist nicht mehr, auf jeden Fall nicht mehr schneebedeckt. Genau, aber ne, also ich wollte gerade sagen, also kurz vorm Frühling könnte man sagen. Ja. Ne? Also das stimmt, das ist eigentlich interessant, ne? Das da so durch. Also wir haben ja auch, ich habe dann kurz überlegt, ja, haben die jetzt eigentlich immer mit den gleichen Kindern gedreht und dann kommt zum, in Anführungszeichen, zum Glück ja auch ein relativ großer Sprung, wo es dann die erwachsenen Schauspieler sind, aber gerade der Junge als Kind, den erleben wir schon mit, wie ihm da von den Haarlos zu ihm ist jetzt eine ordentliche Matte gewachsen. So und es gibt drei, also es gibt drei Stufen. Ne? Also es gibt sozusagen das Kleinkind, das Kind, das etwas größere Kind und dann erst den Erwachsenen. Also ich glaube, drei verschiedene Schauspieler für jede Figur, also für die Kinderfiguren. Ja. Und das habe ich mich versucht zu erinnern. Es gibt aber nicht sowas wie den Kniff, dass die Schauspielerin der Mutter des Jungen, die verstirbt früh,
dass die gleiche Schauspielerin irgendwie die erwachsene Sängerin spielt. Also ich könnte es jetzt nicht hundertprozentig beantworten, aber ich hatte nicht den Eindruck. Für einen Moment dachte ich das nämlich und dann hatte ich den ähnlichen Gedanken nochmal wie du wieder, dass sie die Mutter von dem Mädchen ist. Also es kommt schon, also Nee, aber genau, also das hatte ich. Es liegt im Bereich des Möglichen. Ich könnte es jetzt weder hundertprozentig bejahen oder verneinen, aber ich würde auch eher zu nö tendieren. Ich will an dieser Stelle mal kurz einbauen, ganz liebe Grüße an Nils von der Cine Couch. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da hatten Nils und ich uns beraten, welchen koreanischen Film wir zusammen schauen und dann besprechen bei der Cine Couch. Liegt sogar auch vielleicht gleich ein Finger in eine Wunde, aber mal gucken. Ja, naja, der Film ist. Ja, ich kann ja mal sagen, also das finde ich, das macht der Film ganz gut. Also ganz unaufdringlich ist das schon ein Film auch für sich zumindest an die Wunden ranwagen so. Und dann mal gucken, wie jeder dann damit umgeht. Und genau, und die Joint Security Area wurde es denn dann? Die habe ich nämlich vergessen zu erwähnen, als ich neulich mit Carly die Folge entsprechend aufgenommen hatte. Ach, du meintest du diese Wunde jetzt? Ja, ja, eine andere Ach Wunde. Ach so, genau, ah, ja, dass ich vergessen hatte, genau, bei der Cine Couch gibt es auch eine Folge zu Joint Security Area. Ich dachte, es gibt vielleicht auch Wunden rund um die Besetzung der Cine Couch. Da bin ich nicht auf dem aktuellen Stand, aber weiß, dass da auch Veränderungen stattgefunden haben. Na jedenfalls, Nils, ich weiß, dass das auch eine spannende Frage war, ob wir beide uns an diesen Film ranwagen. Es kam nicht dazu. Falls du noch nicht dazu gekommen bist, dann ja spätestens jetzt nach Anhören dieser Folge, falls das zufälligerweise so sein sollte. Muss ich dann, genau, wollte ich mir nämlich nochmal nachgucken. Genau, ich hatte beim Recherchieren nämlich, also ich schaue jetzt einfach darüber, beim Recherchieren zum Thema, also ich gucke ja auch gerne mal dann noch, haben irgendwie andere Podcasts, gerade auch die, von die ich selber höre, schon mal über Film XY gesprochen, damit man die auch erwähnen kann und verlinken kann. Und meine, bei JSA war das eben nicht der Fall gewesen und bin dann aber irgendwann doch nochmal drüber gestolpert, entweder irgendwie in dem Podcast-Slack oder so. Das ja dann war hier Thema Lieblingsfilme, wo es mal so diese Reihe gab, ob das dann so noch passiert ist. Und scheint es ja einen Twist zu geben, dann bin ich ja vielleicht entlastet, dass ich das aus Gründen nicht gefunden habe, diese Folge. Ach so, nee, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass das eine Cinecouch-Folge wurde. Ja. Für einen Moment als ich dann gesehen habe, dass ihr jetzt eine auch dazu gemacht habt, du und Kali, ich kurz mich, aber haben wir die nicht damals auch auf der Wiederaufführung veröffentlicht? Aber dann habe ich gedacht, nee, das wäre dir wahrscheinlich schon aufgefallen. Wenn das jetzt tatsächlich der Fall war, dann. Ja. Nee, nicht. Ja, nee. Nein. Aber ich gebe zu, dass, also ich auch, also ich habe jetzt nicht immer. Alles immer fleißig gesammelt, wo ich jetzt mal in ein Mikrofon gesprochen habe. Also ich weiß das auch nicht mehr genau. Aber ich hatte das jetzt so mir gemerkt, dass das eine ganz reguläre Ausgabe des Cine Couch war, bei der Nils eben auch Gäste mit Lieblingsfilmen hatte. Und in dem Fall war das dann seiner. Und meiner wäre dann die blinde Sängerin geworden. Und das hatte sich nicht ergeben, dass wir den noch zusammengeschaut haben. Wurde das nun podcast-technisch nachgeholt zumindest. Ja. Naja, ich war dann auch so doof und habe quasi mal in so einem Nachrichtenchat auch gesagt, ja, aber das ist auch eine Herausforderung. Ich glaube, ich wollte mich da doppelt und dreifach absichern und mittlerweile müsste ich das nicht mehr haben. Also ich weiß, dass mir der Film sehr viel bedeutet und kann auch damit umgehen, dass das für Menschen unterschiedlich ist. Total okay. Ja. Ich hab das auch manchmal, dass Menschen, wenn ich denen sage, dass Manhunter der beste Film aller Zeiten ist, dass die dann eine andere Meinung haben. Aber es hilft ja nicht. Ich bleibe dran, diese Botschaft und das Volk zu bringen. Ja. Ja, ich glaube. Konntest du das jetzt eigentlich mittlerweile mal podcastmäßig schon mal verarbeiten? Also hattest du jetzt schon mal die Gelegenheit, mit jemandem über diesen Film zu sprechen? Ich habe podcastmäßig mit jemandem darüber gesprochen. Ich habe keine Ahnung, wann ich dieses Gespräch hier veröffentlichen werde. Und möglicherweise ist es dann schon raus. Vielleicht kommt es noch. Beim Spätfilm war, und ich sage jetzt einfach mal, Ende 2020 ist, haben Daniel und ich über Manhunter gesprochen. Ach, das ist ja schön, weil das... Ja, das ist spannend. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall anhören. Wenn ihr beiden Männer über diesen Männerfilm sprecht. Ja, also ne, wegen mir könnte das jetzt auch ausfäden. Ja, das wollte ich gerade sagen, das tut es ja gerade so langsam. Ja. ja.
Genau, also wer selber diesen Film sehen möchte, wir sind uns, oder Christian ist sich noch relativ... Ich kann das versprechen, dass das so ist, ja. Genau, und dass in der sehr akzeptabler Qualität abrufbar ist. Und wer richtig hardcore mit englischen Untertiteln. Genau, wer richtig hardcore ist, so wie ich, der geht auf, ich weiß nicht wo noch, aber yesasia.com findet man das. Ich glaube, Nova Media ist noch irgendwie ein koreanischer Anbieter. Da habe ich aber noch nichts bestellt, kann ich also nichts zu Lieferzeiten und sonstigen sagen. Aber es gibt diesen Film als Blu-ray, die ist code-free, das heißt auch die standard-europäischen Player, die auf Code B eingestellt sind, fressen und spielen diese Blu-ray auch. Eine ganz süße Sache, ich glaube, ich habe es bei White Badge schon mal gesagt, ist, dass manche der Blu-rays aus dieser Reihe mit Made in Germany Aufdruck sind. Nein. Die haben eine sehr lange Reise offensichtlich hinter Nein, sich. Nein, das ist ja spannend. Nach Korea gebracht, um dann wieder zurück. Ja auch? Nein. Die hatte ich erst vorhin geguckt. Okay. Ja, Made in Taiwan war hier dabei. Ach, das ist ja spannend. Aber das scheint sich eben, also kann ich jetzt auch nicht alles gut. Ich umfassend Dings oder so. Aber genau, war ich so, das ist ja lustig. Ja, ich stelle mir gerade vor, dass das für eine koreanisches Label nicht gerade billig ist, in Deutschland DVDs oder Blu-rays pressen zu lassen. Aber was weiß ich denn schon davon? Ja. Wenn wir mal in diesen Wirtschaftszweig aufbrechen. Ich habe gerade geguckt hier, ne? Also die Amaray ist ja in einem Schuber. Ja. Und die Amaray selbst hat dann eben auch nochmal zwei Motive, innen und außen. Und jetzt das innere Motiv ergibt jetzt auch ein bisschen... Ist jetzt ein bisschen aufgeladener für mich. So ja, jetzt wo du die Blu-ray weggenommen hast, ist es auch richtig aufgeladen. Nee. Zumal die Blu-ray selbst auch in der fröhlichen Moment zeigt. Ja. Ja, das gehört definitiv dazu. Ja. Sopyeonji. Was für ein weiser Film. Also. Ich verweise an dieser Stelle einfach nochmal auf einen anderen Podcast, und zwar den Donna-Sori-Podcast von Thea aus Hamburg. Die kennt sich nämlich gut mit sowas aus. Die hat auch eine Folge gemacht. Ich glaube, die heißt sogar direkt Pansori. Donna-Sori Podcast Pansori. Da kann man mal reinhören, wenn man da mal ein bisschen mehr wissen will. Findet da dieser Film auch Erwähnung? Es bin ich mir nicht mehr 100% sicher, ob sie ihn da namentlich erwähnt. Ja. Werde ich auch in der Folgenbeschreibung verlinken. Alles klar. Sehr schön. Ist auch, glaube ich, relativ knackig. 20, 30 Minuten, wenn überhaupt. Anders als bei uns. Ich habe noch gar nicht auf die Uhrzeit geguckt. Ja. Du musst ja bedenken, wir haben schon Batterien gewechselt. Da sind ja schon 43.000 Minuten mehr drauf und so. Ja, Christian, war schön mal wieder mit dir auch mikrofonierend zu sprechen. Ja. Aber auch so und überhaupt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, als wie vierte Folge das hier so veröffentlicht wurde, wird. Ich habe auch gar nicht den offiziellen Eröffnungsspruch gebracht und so, aber absichtlich auch tatsächlich. Und kann nur darauf verweisen, wir sind auch wieder auf führung.de zu finden, und ihr kennt das ja, wie das bei Podcasts ist. Man kann die abonnieren und tüdel. Und so far, so good. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.